Voilà, hier bin ich. Nochmal 2 Videos am Tag. Oh, das ist Luxus, Wochenend-Luxus. Voilà. Warum Wut geil ist, das wollte ich kurz ansprechen. Und zwar hatte ich heute Nachmittag echt einen Durchhänger, als ich hier bemerkt habe, wie es so gar nicht flutscht mit meinem Parkett und wie groß der Berg an Arbeit ist, der mir bevorsteht. Also ich meine, der generelle Berg, das weiß ich. Der ist riesengroß, aber ich schaue Tag für Tag, Schritt für Schritt. Aber selbst der Schritt des Parkett verlegen, ist ein großer Schritt. Und das merkte ich, als es gleich am Anfang überhaupt gar nicht vorwärts ging. Und ich kam in ein Gefühl des... da ist noch ein Nagel, den habe ich vergessen. Ich kam in ein Gefühl, wie soll ich sagen? Weinerlicher Missmut. Sowas in dieser Art. Und dann kam die Wut. Dann kam diese Wut über diese verfluchten Nägel, die nicht rein wollen, über dieses... Dingsbums da, dieser Nagelkopfvertreiber, der rumgerutscht ist in meiner Hand und mein Körper, der Gymnastik machen musste, damit ich überhaupt in die Ecken kam. Und dann kam die Wut und die Wut ist geil. Wut ist echt eine wunderbare Energie, die ich sehr, sehr schätze. Es gibt ja Menschen, die meinen, man müsste immer alles mit Sanftmut machen, gell? Und die loben und sagen, Sanftmut ist der Schlüssel zum Glück oder zur Erleuchtung oder was weiß ich. Egal, ist ja. Also ich, es gibt so Menschen, ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Nicht zu diesen, und ich will nicht zu diesen Menschen gehören. Ganz klar, weil ich glaube überhaupt nicht dran. Ich glaube, dass alle Gefühle wirklich sehr gut sind. Alle Gefühle sind absolut gleichwertig und geil, genial, wunderbar. Das Problem ist, was wir mit den Gefühlen machen. Und was bringt mir die schönste Sanftmut, wenn sie mich nicht von der Stelle bringt? Wenn sie mich, was weiß ich, wenn ich dann sanftmütig im Eck versauere, bringt mir überhaupt nichts. Und genauso ist es, wenn ich meine Wut zur Zerstörung benutzen oder zum Gewaltausdruckbruch, dann bringt sie mir auch nichts. Aber wenn ich Wut umsetze in eine Lebenskraft, in eine Aktionskraft, dann ist das einfach sehr geil. Und das ist einfach so. Also wir Menschen, Tiere, ganz egal, wenn wir nicht die Wut benutzen, dann versauern wir, das geht nicht anders. Es ist einfach so, das Leben ist aggressiv und aggressiv ist nicht schlecht, ja? Es geht immer nur um die Gewalt. Also was bedeutet Aggression? Aggressivität, ey, die braucht man, um zu überleben. Jedes Tier braucht das. Sitzt ein Löwe sanftmütig im Eck, dann muss er verhungern, geht nicht, ja? So ist es auch mit Menschen. Nur haben wir eben in unserer Gesellschaft dieses Problem, dass wir Etiketten kleben auf Dinge oder auf Menschen oder auf Gefühle und meinen, die wären nicht die Guten. Mein Job ist, mit Gefühlen zu arbeiten, ja? Ich komme aus dem Theater und das ist ganz klar, ich muss mit Gefühlen arbeiten. Aber die Sache ist die, und ich arbeite gerne mit Wut. Ich locke gerne die Menschen in die Wut, weil einfach was bricht in dem Augenblick und die Stimme kommt und der Ausdruck kommt und es kommt was, es entsteht was. Übrigens, zum Beweis. Moment, zum Beweis. Ich wollte... Scheiße, ach, ich habe meine Brille. Ich wollte bis hierhin kommen, bis zu den Reifen, also bis zu dem Rad, Dingsbums-Starschutz. Ich bin bis dahin gekommen. So, ist das nicht toll? Mein Parkett liegt mehr als zur Hälfte, weil das, was mir noch bleibt, ist weniger als die Hälfte. Mal wieder zurück. Ja, ja. Und daran halte ich fest. Als ich in die Wut kam, habe ich sie umgesetzt. Und die Wut, die geht, die treibt voran. Das geht. Vielleicht bekomme ich jetzt wieder böse Nachrichten, aber das macht nichts. wie soll ich sagen? Jeder soll glauben, was er mag. Ich bin davon überzeugt.
Und deswegen wünsche ich euch immer mal wieder so eine kleine kreative Wut. Macht was draus, das ist toll. Also mir geht's jetzt wunderprächtig und mein Parkett ist so weit, wie ich es wollte. Und ich fahre jetzt heim. Bis dann. Tschüss. Schönes Wochenende.